7654321. Einen herzerfrischenden guten Morgen, kreative Welt. Ich habe einen Fehler entdeckt in meinem Vlog von 20. Dezember. Und zwar steht das Datum 20. Januar 2016, aber ist irgendwie keinem aufgefallen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass mein Kopf bereits Januar durchplant, welche Sachen ich erledigen möchte. Aber eigentlich verstehe ich, dass wir noch 2016 haben. Und da es aber keiner gemerkt hat, denke ich mal, ist es irrelevant. Hi Toni, hier ist Serge. Grüß dich. Alles gut bei dir? Bei mir ist gut. Perfekt. Du, ich wollte mal fragen, ob du heute spontan Zeit hättest, irgendwann Nachmittag mir Haare zu schneiden. Heute ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Morgen kannst du schon? Warte, lass mich mal schauen. Na, alles klar. Dann sind wir gut. Morgen, ja? Alles klar, Toni. Ciao, bis morgen. Ja, tschüss, bitte sehr. Ciao. Es klappt nicht immer sofort einen Termin zu finden zum Haare schneiden, aber was soll's, morgen passt ja auch. Oh, 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 Shorty, I don't really need to know your name and where you're from. Übermorgen ist bereits Weihnachten und ich glaube, es wäre gar nicht mal so falsch, jetzt schon Geschenke zu holen für die Liebsten. Absolut keine Ahnung, was man denen schenken soll, aber das finden wir schon heraus. Where you going? What's your hurry, baby? Where you headed to? Where you headed to? Where are you coming back? Will you be returning anytime soon? Anytime soon? Yeah. Take a second, let me tell you how that leather with my teeth. Wisst ihr, was mich manchmal wirklich traurig macht? Wenn ihr in den Laden geht und dann heißt es, wir akzeptieren Kartenzahlung erst ab 10 Euro oder im schlimmsten Fall, wir akzeptieren keine Kartenzahlung. Man muss mit Bargeld, man muss es irgendwo suchen. Und ich bin absolut kein Bargeldfreund. Das ist echt, echt traurig, dass wir noch 2016 in Deutschland nicht überall Wi-Fi haben, dass wir immer noch kein Apple Pay haben, dass wir, ja, was das betrifft, echt ein Entwicklungsland sind. Und ich habe mir damals Gedanken gemacht, auch so, okay, wenn ich Fotoshootings mache oder noch irgendwas direkt beim Kunden und der Kunde möchte bezahlen, ich habe gedacht, ich möchte Kartenzahlungen anbieten. Und dann habe ich mich nur ein bisschen auf die Suche gemacht und es gibt so tolle Lösungen, wo man Kartenzahlungen dem Kunden anbieten kann, ohne jetzt tief in die Tasche greifen zu müssen. Und ich habe zum Beispiel, hier habe ich so ein Ding, heißt SumUp. Das ist ein Gerät, was man von SumUp auf der Seite bestellen kann. Und das verbindet man per Bluetooth an das Smartphone. Und man kann damit Kartenzahlungen dem Kunden anbieten. Das heißt, der Kunde reicht dir die Karte rüber. Man kann die Karte in das Gerät entweder einstecken oder durchziehen. Davor gibt man entweder auf dem Smartphone oder auf dem Gerät den Betrag ein und fertig. Es kostet nur 0,95% pro EC-Kartenzahlung und nur 2,75% pro Kreditkartenzahlung.
und hat auch keine monatlichen Fixkosten. Das heißt, wenn ihr das, ich habe das Ding, glaube ich, bis jetzt nur 5 oder 6 Mal gebraucht, weil die meisten Kunden von mir doch, die meisten Sachen erledige ich doch online und die Kunden dann einfach nur überweisen. Aber es kostet mich monatlich absolut nichts, wenn ich jetzt das Ding gar nicht benutze. Das heißt, es liegt bei mir einfach in der Schublade und sobald ich es aber brauche, kann ich meinem Kunden das anbieten. Das ist echt flexibel, echt geil. Also kann ich nur empfehlen, gute Erfahrungen damit gehabt. Sie überweisen monatlich dann das Geld an das Konto, was man hinterlegt. Ich weiß nicht, wieso das alle nicht anbieten. Die Banken nehmen die kleinen Gewerbe auseinander, aber das ist doch so praktisch. Wieso Deutschland? Wieso? Turned up a little. The ladder. Rolling up my sleeves, light me up a smoke. Pour another drink, this shit ain't no joke. Man, I'm finished playing, take that in and let it soak. I got these people shook like they were looking at a ghost, yeah. Blue, 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 happy fucking blue, yeah. Everybody look at me like, oh, he must be new here. Everybody look at me like, who the fuck are you? Es ist so stockdunkel hier. Sieht man den? Das ist Benny, von dem ich in der Folge 7 erzählt habe. Dieses hässliche Gesicht hat mich dazu getrieben, Design und Fotografie zu studieren. Ja, genau das hat sich bei mir auch so im Kopf abgespielt. Oh Gott, ich muss hier weg, ich muss was Kreatives studieren. Kein Mathe. Ja, jetzt sieht man dich nicht wieder. Oh Mann, danke Koono fürs super Essen, aber gar kein Licht ist auch Mist. Willst du was über mich erzählen? Bevor ich dich verlasse, aus Konstanz gehe? Okay. So, wir sind hier in Koono in Konstanz beim Abendessen, beim Abschiedsabendessen mit Anna und Benny. Und wir haben uns wahrscheinlich jetzt zum letzten Mal für eine lange Zeit gesehen. War echt ein geiler Abend und es läuft noch ein bisschen, aber die kreative Doku ist für heute zu Ende. Peace out, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nothing, Jon Snow, you know nothing about the blue man. I could change my way, I could change my way, but it's too late now, but it's too late now. No, I won't look back, no, I won't, nah, no, I won't back down, no, I won't back down. I'm a bad, bad man, bad, bad man. I'll be the first to admit it, the first to admit it. If it ain't been done, if it ain't been, I'll be the first who did it. In the league of my own, really in my zone, really set the pace, really set the tone. Yeah, I really dictate what is going on.